Guten Morgen, Sonnenschein. Morgen, Mr. Dexter. Morgen, Sheriff. Wurde aber auch Zeit. Wo ist mein Junge? Hä? Wo ist mein Junge, du verfickter Bastard? Okay. Du spielst hier den Harten, was? Na gut, du Arschloch. Siehst du das junge Ding da, das alle haben wollen? Gut. Meine Forscher sagten mir, dass sie nur dadurch fit bleibt. Jetzt sieh sie dir an. Wie ein schwaches Kind. Dexter! Halt's Maul! Fuck! Was ist das für ein beschissener Ort hier, Clive? Ich hab keine Ahnung. Gütiger Himmel! Das gehört Mrs. Cooper. Danke, Wichser! Du hast meinen Sohn getötet, stimmt's? Hören Sie, sagen Sie ihm besser, was er wissen will. Ich meine, Unfälle passieren hier doch immer wieder. Hey, Mr. Dexter. Kommen Sie. Sie können sich um Ihr Geschäft kümmern. Das hier kläre ich. Na los. Ich will meinen Jungen wieder haben. Habe ich Sie jemals enttäuscht? Nein. Also. Ja, dann waren es nur noch zwei. Damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hitman. Nach dieser krassen Forscher muss ich erstmal hier meine Milka-Tafel wegtun, denn sonst kann ich nicht spielen. So, leer zum Befreien. Okay. Das war ja nicht sehr schwer. So, verstecken. Verstecken einstellen. Feueralarm auslösen. Ach so. Jetzt soll ich hier wahrscheinlich den Feueralarm auslösen. Und mich dann hier wieder verstecken. Könnte ich mir jetzt so gut vorstellen. Einfach typisch. Ich kümmere mich darum. So. Ruhig stellen. Genick brechen. So, erstmal. Ja, gut, verkleiden geht. Geht natürlich auch, aber ich wollte eigentlich hier die Waffe. Verstecken kann ich den hier nirgends. Doch, da draußen. Hier kann ich ihn loswerden. Jetzt ist bloß die Frage, was besser ist. Als Bulle hier rauszukommen. Metallrohr. Oder lieber als Hitman. Also damit meine ich natürlich die Verkleidung. Öffnen. Ist hier irgendwas? Nein. Aber hier. Ne, der heult bloß. Ja, ja, mach ich. Das war der Sergeant. Da hinten ist ein Checkpoint. Naja, egal. Ich habe die Pistolen vorne am Stromkabel. Oh ja, ja, ja. Echt schöne Dinger. Ich habe schon überlegt, sie am Geburtstag von meinem Sohn zu verwenden. Ihre Silver Bellets holen. Oh, ja. Kein Problem. 10 Jahre alt. Ich sag's dir. Oh, er ist jetzt schon ein großer Bursche. Kommt nach seinem Vater. Und weißt du was? Große Burschen brauchen große Knarren. Erdrosseln. So. Da hinten.
so verstecken. Oder loswerden oder was auch immer, ich weiß nicht. So. Und dann. Habe ich das schon aufgesetzt? Ja, habe ich schon. So. Dann erstmal leben. Kontrollpunkt. Was ist hier? Das Bezirksgebiet von Hope. Hier fängt man keinen Kampf an. Alles klar. Gehe ich einfach mal hier rein. Und guck mal, was es hier so gibt. Ich bin jetzt in Hope. Oh, da ist ja direkt einer. Könnte ich denn hier verstecken? Könnte ich, ja. So. Okay. Das bekommt nie jemand mit. So. Ich bin ja schon als den verkleidet. Da drüben blinkt was und hier ist... Oh. Wurde ich ja voll aufgeladen. Okay, hier ist auch erste Hilfe. Willkommen bei der Truppe. Willkommen. Hey, ich hab's doch vor dem Festival. Ich versuche ja, könnte ich kurz. Oh nee. Nein. Nein. Nein, nicht wirklich. Das ist nicht der ihr Ernst. Nachladen. Das gibt's ja nicht. Erste Hilfe. Ich lade nach. Oh, ich hab doch gerade gesagt, ich hab doch vorhin gesagt, ich will nicht schon wieder schießen. Oh, wow. Ne, hier treffe ich genauso wenig. Da kommt jetzt einer. So. Muss man alles kaputt schießen. So, also ich bin sicher. So. Ach, das war's schon. Okay. Zeigt ihnen, was wir meinen. Oh, nicht schießen! Ich bin der Schaden! Go!
Nein, ihr findet mich nicht. Aus dem Gefängnis entkommen. Aha. Das wäre da hinten. Was unauf was? Tab. Unauffälliges Verhalten ist angeraten. Ja. Kante. Nach oben. Ah, nach oben. Verstecken. Da ist einer. Oh. Was mache ich jetzt mit dem? Geht er weg? Geht er weg? Geht er weg? Okay, der geht weg. So, erdrosseln. Und ich sag einfach mal loswerden. Was war das? Alter. Was ist jetzt passiert? Oh shit. Okay, die ist auf jeden Fall besser. Aber jetzt muss ich kurz gucken, wo ich denn hin muss. Hä? Hä, wo muss ich denn hin? Hä, ich kapier es gerade echt nicht. Ach Gott, dahin. Sicher? Wie soll ich da hinkommen? Jetzt muss ich wieder überlegen. Da unten stehen zwei. Da hinten sind auch welche. Da ist auch einer. Da stehen fünf. Und da soll ich reinkommen. Ja. Auf jeden Fall ganz einfach. Kann man nicht sagen. Hier mal kurz austauschen. Ach du. Ich sag mal wirklich, ach du Scheiße. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass die zwei da unten weggehen. Ja, guck. Weg, 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 weg. Was ist jetzt einfach, wenn ich hier diesen Ziegelstein nehme? Den jetzt einfach dahin schmeißen. Zentrale, hier gab es mehrere Zwischenstellen. Ich denke, das ist kein Zufall. So, und jetzt da reinsteige. Oder vielleicht auch nicht. Los mit dem Spielchen. Vielleicht erstmal beobachte, was passiert. Verstanden. Okay, die verteilen sich jetzt. Und da hinten war ja, glaub ich, noch ein Ziegelstein. Hier.
Da würde ich ein... Okay. Da wollte ich jetzt gerade sagen, dass der einfach mal... Dass ich den einfach mal hier runter schmeiß. Ich weiß nicht, ob das dazugehört, diese Teile da. Ah ja, die Blutspuren. Sicher. Ne, die stellen sie jetzt nicht wirklich alle wieder so auf, oder? Und die zwei juckt es nicht. Willst du mich verarschen? Oh Gott. So. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Nicht. Habe ich jetzt da irgendwie Kacke gebaut oder so? Da ist nichts. Positiv. Da ist nichts positiv. Was habe ich hier eigentlich noch mit für eine Verkleidung? Feindliches Gebiet. Warum feindliches Gebiet? Ne, bringt mir nichts. Und jetzt richte ich mir... Die zwei juckt gar nichts, oder? Oh, der geht jetzt. Okay, 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 okay. Nach unten, komm schon. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, was ich jetzt da mache. Scharfschützen postiert. Ist mir scheißegal, wie gut der Typ angeblich ist. Wenn er keine Flügel... Geh weg. Geh weg. Geh doch weg. Mal verpiss dich. Alter, komm.